hier. Dominik war, oder? Was denn? Was willst du eigentlich hier? Hast du mich ewig nicht gesehen? Das stimmt. Wie war, oh, herzlich willkommen! Wie war Weihnachten? Was Neues. Kurz seriös, wie war Weihnachten? Weihnachten war ein Traum. Und Neujahr? Ja, und dann war Neujahr, genau. Und jetzt ist jetzt und jetzt ist der und Tag wieder Marsch. So. Also hat gut geklappt, danke. Satan, Timo. Und immer noch die alten Schuhe an? Ja. Ich habe neue schon, aber bei mir im Modder will ich die nicht anziehen. Bei dem Wetter draußen. Mahlzeit! Was ist? Leitlose, wo... Fickst du schon wieder? Kannst du nicht mehr reinkommen? Die Türen aus dem Boom und gib mir Pflaster am Gesicht. Ja, Pflaster am Gesicht. Wen hast du denn so ein Gesicht? Weil die Frisur sieht aus wie Trump. Zwar nicht so hübsch, aber so reich, muss ich ja sagen. Ja, genau das nehme ich. Katastrophe mit dir. Was hat denn für einen neuen modernischen hier? Ein neues Mikro, damit man dich noch besser hört. Satan, 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 da weißt du, wo das sitzt. Wo warst du gestern denn? Ich krank. Ja, gestern, wo du hier ins gerade wieder angefangen, da war hier richtig Spektakel, war richtig echt der Tisch, da lag so voll, den ganzen Tag ich mal nur von morgens bis abends im Dunkeln spät. Was hast du da denn? Familienkasse? Ja, Familienkasse. Ich muss dazu ein bisschen Geld kriegen, das ist ja alles. Mit dem Scheiß über die kein Geld. Das ist doch alles Mist, du. Ja, was ist denn, was war denn nun? Ich war krank. Hast du lange Hosen an? Ja. Ne? Hast du Schuhe an? Ist Winter. Wieso werde ich denn darauf immer kontrolliert, ob ich lange Hosen und Schuhe an habe? Ja, weil du ja auch mal ein bisschen seriös wirken sollst. Ein bisschen seriös. Ja, aber die Schuhe sind dreckig, guck. Weißt du, wie lange du die schon hast? Seitdem wir uns kennen, weiß ich, hast du die Schuhe an. Und zwar fast jeden Tag. Nee, die habe ich echt noch nicht lange. Die habe ich in München gekauft mit Udo. Das und warum sehen die aus, als wenn du damit schon eine Ostfront gewesen wärst? Weil ich damit auch die Videos drehe von Udo und Wilke. Weißt du, Unternehmen Barbarossa und so. Ne? So, zack, wieder, zack, Video. Zack, wieder, gespielt. Ja, wie ist es denn so ergangen in deinem Urlaub? Ja, schön. Ja. Aber langweilig. Ich habe dir ab und zu geschrieben. Ja, und Gott sei Dank gemeldet sich. Gott sei Dank gemeldet sich. Sei mir ehrlich, war wirklich langweilig, ne? Zum größten Teil ja, aber wir hatten auch viele Tage dabei, da weißt du, kannst besser arbeiten gehen. Nee, aber war wirklich langweilig, ne? Ja, du. Ich fand das, irgendwann saß ich zu Hause und dachte, alter Schwede. Ja, aber das braucht der Körper aber auch mal. Du brauchst nicht jeden Tag Action und Filmerei und Scheiße. Also ich war ganz froh. Ist ja auch anstrengend, ne? Ich komme auch immer nach Hause nach dem Film hier schweißgebadet. Vor allem, wenn du von ihr kommst, ne? Und dann erstmal, oh, was mache ich jetzt? Dann liege ich mir mal eine Sauna. Oh! Man muss ja auch durch die Kälte, ist ja auch scheiße, ne? Obwohl, das soll ja gut sein. Na, ich habe mir einen Bademantel gekriegt von Speckmanns. Mit goldenen Initialen, mit goldenem Garn. Hab ich auch gekriegt. Hast du auch gekriegt? Ohne Flach, ja, hab ich auch gekriegt. Das ist, damit ihr Bescheid... Die Garnrolle 500 Euro. Damit ihr Bescheid wisst, Speckmanns sind die Hersteller unserer Klamotten. Ja. Haben wir einen Bademantel gekriegt. Aber ich finde schicken, oder nicht? Ja. Und damit... Ich bei mir steht 7x XL oder damit stolziere ich immer durch den Garten. Du, damit kannst du auch durch den Ort laufen. Ich habe eine Mondtaube gemacht. Weißt du, die ist schon zugebunden vorne in Gold, mit goldenem, wirklich echt goldenem Garn, haben sie dann unsere Initialen da drauf gemacht. Ey, die müssten ja Geld verdient haben mit uns. Der ist aber nie hier angekommen, ne? Nee, wollte ich gerade sagen, uns kommt doch nie an, das ist komisch. So, neues Jahr, neues Glück. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr, ich möchte eigentlich nach Hause. Warum war das denn, so passiert? Schon nix oder allgemeine Wahnsinn. Du kriegst zwischen den Tagen mehr Post, als wenn du hier den ganzen Tag, das ganze Jahr über arbeiten bist. Ja, aber du bist am Arbeiten. Ich habe mein Gehalt pünktlich am 30. Ja, also noch vor Silvester bekommen. Kannst du mal gucken. Da war die Silvesterparty bei mir gerettet. Bei dir gerettet. Und ich habe hier gesessen und Löhne bezahlt. Ich habe keine Party gehabt, wo alles andere sich sonnt und sich toll findet. Und jetzt kommt das Beste, ne? Ich habe die Sachen, die du mir geschenkt hast, immer noch nicht abgeholt. Die liegen noch hinten, oder? Die liegen auch hinten. Da musst du auch mal hingucken. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil du die nicht abgeholt hast. Aber ein Weihnachtsgeschenk mal. Ist das da noch? Ja, das steht da noch, ja. Das den Björn hat gestern wieder weggenommen. Das steht da noch. Mein Weihnachtsgeschenk steht da noch. Aber jetzt kommt wieder dieses Ding. Ich hatte meine Schlüssel verloren vom Büro. Und hab die jetzt erst wiedergefunden. Ich hab die jetzt wirklich erst wiedergefunden. Die hast du auch wiedergefunden. Ja, das sind Schließanlage, das weißt das du, ne? Sind zwei Schlüssel. An einem Johanningbund. Ja, richtig. Ja, die habe ich jetzt wiedergefunden. Eines fürs Büro und eines für hinten. Fürs Lager? Fürs Lager.
Wirklich? Oh, scheiße, mir ist das echt gesagt. Mir ist das echt gesagt. Oh, yay! Yeah. Heute Abend, 20 Uhr. Hinten, bum, bum, Licht an, Halt, Türe auf, Hallenlee geräumt. Ja, ich kann mir vorstellen. Aber jetzt mal Gabelstapler fahren. Ja. Beide, wir haben zwei. Wir haben den Luxus. Ja? Ja. Was gibt's Neues noch hier am... Ganz ehrlich, hier kann ich alle gar nicht wiedergeben. Hier gibt's eigentlich nichts. Das ist ja auch keiner hier. Das sind auch alle krank. Wer ist krank? Einfach weiß ich, keine Ahnung, wo die alle sind. Björn ist nicht da, Nico ist nicht da, Carsten ist gerade... Das sind nämlich die Richtigen, ne? Ja, das sind die Richtigen. Wie lange Urlaub? Vier Wochen und dann? So, und dann auch noch krank machen. Das sind mir die Richtigen. Ich gehe jetzt mal Geschenke checken, ey. Ich geh mal Geschenke checken, ne? Bist du in den Umfall, bist du dann. Mhm. Ja. Hast du das Video von mir gesehen, dass ich mit deinem... Wie heißt das Ding, um Fliesen rauszumachen? Presslufthammer nicht? Du, mal ganz ehrlich, ich sehe dich jeden Tag, guck mal deine scheiß Videos noch an, die völlig sinnfrei sind. Ne? Nein, da wollen wir mal eben, liebe Zuschauer, da wollen wir nämlich hier mal eben drauf. Ne? Vor einem halben Jahr, ich denke, Satan, das gibt's doch nicht. Ich habe doch noch einen Presslufthammer. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Pass auf, Leute. Und ich habe alle gefragt. Ihr wisst hier, wo das Ding geblieben ist? Letzte Mal bei Zierden. Ich habe Zierden gefragt. Wo ist das Ding? Weiß ich nicht. Ist weg. Den habe ich zwischenzeitlich auch noch Kevin und ausgeliehen. Und dann macht ihr noch im Video. Ich habe das Video, natürlich habe ich das Video gesehen, weil es ist ja auch immer sehenswert, ne? Aber so, ist ja aufgefallen. Geil, das Ding schön in der Abstellkammer hingestellt, war schön sortiert mit meinem ganzen Werkzeug, was daneben steht. Und die Hälfte davon geklaut. Mitnimmt, ne? Und dann zieht ihr den Koffer raus und ich mach das Handy da. Ich sag, will er mich verarschen? Und hol den Presslufthammer raus und macht uns schön mit den 5.500 Euro Presslufthammer, den ich schon seit einem halben Jahr vermisse und eben sag, ich hab ihn nicht. Ich wollte damit gucken, wie dick das Eis ist. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so. Eis mit Presslufthammer. Ja, pass auf. Das ist mir aufgefallen. Moment mal, du stehst gerade auf dem Teich, hast ein Gerät in der Hand, welches mit dem Hausstrom verbunden ist. Da wäre es fast um mich geschehen. Ja, ich habe da auch ausgemacht, wo ich gesehen habe, wo das Ding ausgepackt ist. Wo ich das dachte, wo ja, ich hatte den Kevin ausgeliehen eine Zeit lang. Ja, ja, ich habe da gleich einen Screenshot von gemacht. Dann kriegt er erstmal, wenn er da ist. Also unglaublich. Die Seriosität von dir hat mir gefehlt. Jetzt gerade Ron hat sich in den ersten 30 Sekunden schon wieder um die Werbefreundlichkeit gebracht. Warte mal, leck mich am Arsch. Boah, super. Was willst du denn jetzt noch? Soll ich mir eine Maske aufsetzen? Seriös oder? Was hast? Nix. Ich geh jetzt mal die Geschenke gucken. Ja, das machen wir. Wo sind meine Geschenke? Ui! Mein Lieblingsgeschenk ist da. Du hast mir ein Ladekabel geschenkt, Ron? Nein. Das ist meins. Ach so. Hier, liebe Leute, ich habe es endlich bekommen. Bolzenschubgerät. Nee, im Ernst, jetzt bin ich aber richtig glücklich. Guck im Carsten, was ich zu Weihnachten gekriegt habe von Ron. Der Mann, der 22 nicht erleben darf. Ja, ist ja schon 22. Ja, aber ich meine das ganze Jahr. Doch, das werde ich. Ja, jetzt ist Januar. Geil, danke Ron, ey. Ernsthaft. Das kann ich auch gut gebrauchen jetzt, wirklich. Ja, aber die Pointe, die ist jetzt ja weg. Wir wollten das so richtig geilen von machen. Ne? Wieso ist die Pointe weg? Ja, weil du ja nicht mehr gekommen bist. Du musst die Scheiße noch abholen. Zu Weihnachten noch. Ja, aber ich freue mich ja trotzdem. Ja, ich mich hier gerade gar nicht. Wie viele Schuss sind dabei? Das Problem ist, ich brauche das Gerät. Ich habe gestern zwei neue bestellt. Ja, kannst du mich anrufen. Ja, kann ich dir ausleihen. Wie viel Schuss hat das Ding? Gar keine. Wieso? Das ist erstmal nur das Gerät. Ja. Und dann lernst du damit erstmal, machst du damit erstmal Trockenübung. So, und wenn du dann so weit bist in einem Jahr bis Jahr, dann kriegst du dieses Jahr zu Weihnachten, kriegst du dann die komplette Munition. Geil. Die Regel dafür. Über das Ding freue ich mich wirklich, weil ich das auch brauche. Du brauchst das. Ich habe aber eine kurze fachliche... Du machst damit Dumpfug. Nein, ich habe eine fachliche Frage. Kann man damit nur Trockenbaunägel verschießen? Oder, ja. Oder auch richtige Nägel? Ja, richtige Nägel. Mach du da mal richtige Nägel rein. Film das mal bitte. Nur einmal. Ist nicht stimmt. Wieso? Du kannst nicht so keine Stiftnägel, kannst alle mal reinstecken. Ne? Und dann fängst du damit an. Puff, 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 bis es immer puff macht. Und die Stiftnägel im Gesicht sitzt oder was? Warum? Natürlich halt, warum? Das ist doch ein System. Und da gibt es doch fertige Schutznägel für. Ja. In kurz, in lang, in klein. Ich kann es mit dem Stahl schießen, in Stein. In ja, das war ja die Frage. Weil ich muss ja Zäune und sowas bauen. Ja, ich hätte dir gar nicht wieder sagen dürfen. Ich hätte dir das wieder nicht sagen dürfen. Warum? Ja, Zäune bauen. Was willst du denn mit Zäune bauen? Hier muss ich mehr schrauben. Boff, boff, boff. Was willst du mit Zäune denn machen? Willst du da durchschießen oder was? Ja. Kannst du das nicht machen. Nein.
Hör auf, das zu sagen. Ist willst so, willst du mein so. Geschenk jetzt mal dich sprechen? Das wird lustig. Das wird lustig. Die Kommentare werden das wird lustig. Und guck eben nach, wenn das klemmt, ne? Du so rum, aber. Wilke, aber so rum. Liebe Zuschauer, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, oder in die Kommentare schreiben, wie lange Wilke jetzt noch zu leben hat mit dem Ding. Aber wie gesagt, die Nägel kriege ich ja heute noch nicht. Jemand ist mal trocken übungen. Oh, wie kann er angehen, du? Hey, weißt du, was ich von einem Fan zu Weihnachten bekommen habe? Nee. Soll ich dir wirklich zeigen? Wollen wir den Zuschauern noch mal eben zeigen? Also richtig was ganz Tolles. Ich war auch ein bisschen gerührt, war ich auch. Komm, wir zeigen dir das mal. Meine ganz persönliche, eigene Sarah Connor. Da die ja schon nicht zu uns kommt, zur Eröffnung. Ne? Wie glücklich bist du darüber? Absolut glücklich. Siehst du nicht den Glückheits, den Schönheitsfleck, den Glückheitsfleck? Ah, ne, jetzt haben wir schon wieder keine mehr. Nein, da die ja schon nicht zu uns kommen kann, zu unserer neuen Eröffnung, dann müssen wir uns damit begrüßen. Ist auch merkwürdig, die Frau hat ja was an hinter dir auf dem Kalender. Die hat ja Kalender, muss dich keine an. Nein, die hat ja was an. Ist aber mal werbefreundlicher Kalender von Würth oder was? Habe ich mir auch schon gedacht. Ja, genau. Jetzt hast du doch recht. Aber pass mal auf, was, weißt du, was die jetzt gemacht haben? Jetzt mal ganz ehrlich. Oder flippe ich ja aus bei sowas. Das geht ja gar nicht. Beidseitig bedruckt. Was ist das denn für eine Scheiße? Die wollen einen doch wohl nicht verarschen, oder doch? Und die ist auch angezogen. Da siehst du auch nichts mehr. Guck mal. Ich glaube, das haben die nach unseren letzten Videos, haben die das mir nicht so gemacht, dass sie das angezogen haben. Weil wir bestimmt da oben gesessen mit Werbeteilung. Nee, die Frauen mit anderen. Weißt du, jeder andere Hersteller, Föhr, scheißegal wer, ne? Soll die machen vernünftige Kalender. Da sind sie angezogen. Guck dir das mal an. Hier, so, Föhrchen. So ist richtig. So, nee, so, ja. Föhrchen, aber da sitzt ja auch Wolfgang drin. Und das ist ja mein persönlicher Kalender, ja, den ich ja bekommen habe. Von der Michaela. Ne? Ja, direkt die Brustwarze zugehalten. Ja, hier, aber wisst ihr ja, da habe ich ja direkt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Halt erst die Brustwarze zu. Ich halte die Brustwarze zu. Hier. Für meinen liebsten Ron, alles Liebe. Danke, Michaela. So. Wieso hängt das Ding nicht übers Bett? Zu Hause? Oder gibt es da einen Lack mit der alten? Da hängen schon so viele.